Hallo liebe Freunde, Alexander hier und Manuel, servus. Grüß euch. Wir wollten uns kurz zu Wort melden. Es gibt ja morgen am Samstag, den 5. Juni, in Wien wieder eine Demo. Manuel, du weißt mehr? Genau, das ist ein Spaziergang und ein Autokorso für die Kinder und gegen die Impfung an den Kindern. Der Autokorso wird starten in Schwechat um 11 Uhr auf der alten B9 hinter dem Business Park Concord, auch bekannt unter der Rheintalstraße. Treffpunkt 11 Uhr, kommt pünktlich, dass ihr nichts verpasst. Und der Spaziergang beginnt am Schwarzenbergplatz um 12.30 Uhr. Ich schätze, es ist eine Ringrunde geplant. Seid auch bitte da pünktlich. Es gibt kurz davor noch einen Flashmob im Museumsquartier. Da könnt ihr auch noch dabei sein, aber schaut, dass ihr um 12.30 Uhr dann am Schwarzenbergplatz seid. Kurz zusammengefasst, 11 Uhr mit Autos in Schwechat, 12 Uhr, wer zu Fuß tanzen möchte im Museumsquartier, 12.30 Uhr, Ringrunde zu Fuß ab Schwarzenbergplatz. Ab Schwarzenbergplatz. Was ist mit den Autos, die vom Corso kommen? Fahren die dann mit auf der Runde? Oder? Die Autos, die vom Corso kommen, die treffen um ca. 12.30 Uhr, zumindest ist es so geplant, auch am Schwarzenbergplatz ein. Und insofern soll das dann ein Symposium werden aus Spaziergang und Autokorso. Also wir haben Spannendes zu erwarten und es ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Wie sieht's aus mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und ähnlichen Dingen? Was ist von der Polizei zu erwarten? Ja, also ich schätze, die Polizei hat inzwischen begriffen, dass wir friedlich sind, dass wir lautere Absichten haben und dass inzwischen die Inzidenzwerte nicht mehr allzu hoch sind, dass eben ein massiges Einschreiten nicht ganz so sinnvoll ist. Ich würde dennoch empfehlen, die Mindestabstände einzuhalten. Das ist auf jeden Fall auch für die Außenwirkung etwas vorteilhafter. Genau, das kann man nicht oft genug sagen. Abstände kommen uns zugute. Je mehr Abstände, desto mehr sehen wir aus. Wie viele Teilnehmer werden denn erwartet? Also erwartet werden, zumindest habe ich das der Versammlungsanzeige entnommen oder aus dem Koordinationsgespräch von Jennifer Hochwarter, ich glaube 500 bis 3000 Menschen. Ich hoffe, dass es mehr werden. Ich habe meine ganze Mühe da hineingesteckt, dass ich das auch noch bewerbe. Bitte schaut, dass ihr so viele Menschen wie möglich mitnehmt. Es gibt momentan kein wichtigeres Thema als dieses, meiner Meinung nach. Was ist ansonsten wichtig aktuell in der österreichischen Bewegung? In der österreichischen Bewegung aktuell? 26. Juni? 26. Juni findet wieder eine Demonstration von Thomas Schaurecker und mir statt. Wir haben eine ähnliche Route gewählt. Sie wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber es kann hier auch noch Adaptionen geben. Allerdings, wir werden da ganz viel Mühe noch hineinstecken, dass das noch viel größer wird als das letzte Mal. Und dass das auch wieder sauber über die Bühne geht. Also ihr braucht keine Angst haben vor Kesselungen oder sonst irgendetwas. Gut, ich glaube, damit haben wir alles Wichtige gesagt. Ich möchte noch sagen, dieser Samstag ist unglaublich wichtig. Kommt und wenn ihr eben ein Familienwochenende verbringen wollt, kommt nach Wien, nehmt an dem Spaziergang teil und geht danach auf die Donauinsel, verbringt einen schönen Nachmittag. Es wird scheinbar relativ schönes Wetter geben. Ich habe gelesen, jetzt 27 Grad, also bitte, Donauinsel ist echt immer super, vor allem, wenn man davor etwas Gutes getan hat. Noch kurz zum Flashmob, was wird denn da getanzt? Da wird getanzt zu dem Lied Danser Encore, was inzwischen um die Welt ging, vor allem in Europa sehr bekannt ist. Wir haben das ja auch schon gemeinsam mit Perrin gesungen. Lass es uns anstimmen zum Abschluss und uns dann verabschieden. Ich hoffe, ich singe nicht falsch. Nous voulons continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non,